und willkommen bei mir zu Hause. Heute möchte ich ausprobieren, ob man auf ein Tetrapack Stoff aufbügeln kann. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich habe da neulich ein Video gesehen, da wurde das ausprobiert. Und ich war verblüfft, also ich kann schon mal spoilern, ja, es funktioniert, aber in dem Video gibt es leider nicht noch mehr Informationen. Ich verlinke euch das Originalvideo mal hier unter dem Video in der Infobox. Also ich probiere heute verschiedene Hitzestufen aus und habe auch unterschiedlich lang das Bügeleisen auf dem Stoff draufgelassen. Und das Fazit seht ihr dann am Ende des Videos. Und dann gibt es natürlich auch wieder neue Nähsets bei mir im Shop. Zum einen gibt es die Handytaschen, die ihr mir beim letzten Mal förmlich aus den Händen gerissen habt. Also ich habe nochmal Hund, Panda und Eule nachgelegt. Und dann gibt es seit langem mal wieder Schultertaschen-Nähsets. Und da habe ich richtig tolle, bunte, farbenfrohe Farbkombis zusammengestellt. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Also da, wo ihr am meisten drauf brennt, sind wohl die Handytaschen. Und da gibt es wieder neue. Eule, Hund und Panda. Katze ist noch was da. Es gibt nur eine kleine Änderung. Ich habe nicht genau das bekommen wie in den letzten Sets und das möchte ich euch nun zeigen. Also die Eule ist auch wieder in der Gelb-Grün-Kombination, aber diesmal sind hier ebenfalls die Sterne drauf. Wie beim Hund und beim Panda das sowieso schon war, vorher waren hier ja Punkte drauf. Ansonsten Reißverschluss, Webband, das ist alles genau dasselbe. Dann beim Set Hund habe ich nicht mehr dieses petrolfarbene Webband bekommen, sondern nun dunkelblau passend zum Reißverschluss. Also ich finde, die Kombination ist auch super. Der Rest ist alles wieder gleich. Und beim Set Panda habe ich auch nicht mehr dieses dunkelrote Webband bekommen, sondern hier habe ich diesen Sandton. Und da seht ihr auch hier die Kombination. Also es hat sich nur eine Kleinigkeit geändert. Ansonsten ist in allen Sets auch wieder alles enthalten. Also die Cam Snaps, der Karabiner, die Flieseline, so wie das bei den anderen Sets auch war. Ich habe bei den Schultertaschen-Nähsets heute richtig in den Farbeimer reingegriffen. Und hier finde ich auch, das schreit doch absolut nach Frühling, oder? Schaut euch mal diesen tollen Canvas an. Das ist übrigens das Set Hibiskus. Wir haben hier pinkfarbene, rosane Hibiskusblüten, dann dieses dunkle Rot, dieser petrolfarbene Unterton, hier ein helles Grün. Und passend dazu habe ich dieses Kunstleder. Das ist so ein, ja, dunkelviolett Aubergine, also es ist der passende Ton hier zu den Blüten. Dann ist das Gurtband ebenfalls in einem Bordeaux-Dunkelrot, also das findet sich hier auch wieder in den Farben. Und als Innenstoff habe ich so einen Gelbton gewählt, den man hier in diesen grün-gelbtönen auch wiederfindet. Die Innentasche, die ist hier in diesem tollen Pink, seht ihr hier wieder, obwohl man ja die Innentasche nicht sieht. Und der Innenreißverschluss und der große Reißverschluss oben sind auch passend in diesem Bordeaux, Rot, Violett, wie man das auch nennen will. Und natürlich gibt es auch wieder die Kunststoffenden für die Reißverschlussenden. Also es ist wieder alles in dem Set enthalten. Mit dem Set Tulpe habe ich für alle Rot-Blau-Liebhaber was. Und da oute ich mich auch mal. Und es ist kein maritimes Set. Ich habe hier den Canvas in so einem Taubblau und da sind rote, hellblaue, weiße Tulpen drauf. Und dann hier die Stängel, die sind in dem Dunkelblau. Dann dieses passende Kunstleder und das ist auch wieder so richtig schön geschmeidig. Das ist so ein Carbon-Blauton und ja, das ist einfach irgendwie wie ein Guss. Das sieht so genial aus.
Den Innenstoff habe ich in Rot gewählt, genauso wie die Innentasche. Dafür sind dann aber der Innenreißverschluss und hier oben der große Reißverschluss in Dunkelblau, genauso wie das Gurtband. Und natürlich ist auch hier wieder das passende Kunstleder, also wie das ja auch hier unten schon ist an der Tasche, für die Reißverschlussenden dabei. Und das letzte Set, was ich euch vorstellen möchte, ist das Schultertaschen-Nähset Blätter. Und da habe ich hier diesen naturfarbenen Canvas und da drauf sind dann gelbe, orange, blaue, grüne. So Inhalt in den verschiedenen Schattierungen. Das sieht so ein bisschen aus wie Aquarell. Blätter, so eine Art wie Kartoffeldruck, also als ob man mit diesen Blättern gemalt hätte. Und da habe ich, guckt euch dieses Kunstleder an. Das ist so ein Goldton, der sich hier in diesen Gelb-Orangetönen auch wiederfindet. Der Innenstoff, der ist diesmal komplett in Dunkelgrün gehalten, passend hier zu diesen grünen Ranken, genauso wie der Reißverschluss und auch das Gurtband. Der Innenreißverschluss, der ist in Orange, das findet sich ja hier wieder. Und ich nehme auch gerne als Gurtband immer den dunkleren Ton. Also man hätte hier auch so ein Senfgelb oder Orange nehmen können. Aber wenn man helle Gurtbänder hat, wenn man das trägt, das wird halt dreckig. Und bei den dunklen Tönen, wenn man die nimmt, sieht man das nicht so. Also das ist dann das dritte Nähset von Schultertaschen, die es heute in meinem Shop gibt. Ich habe das nur in diesem einen Video gefunden und leider wird dann nicht gesagt, auf was für eine Stufe das Bügeleisen eingestellt wird und wie lange man dann. Es wird gesagt, es dauert ein bisschen länger, aber nun ja. Ich habe jetzt hier einfach Stoff, das ist die silberne Seite, also hier, das habe ich auch noch nicht abgemacht, weil die probiert das dann sogar auf der anderen Seite aus und das soll wohl auf beiden Seiten kleben. Das ist eine ganz normale Baumwollwebware und die lege ich nun mal hier drauf. Und ich habe mein Bügeleisen auf Stufe 2 gestellt. Und los geht's. So, ich habe das jetzt mal 15 Sekunden drauf gehabt. Ja, das klebt schon. Hier, seht ihr das? Es bleibt hängen. 15 Sekunden auf Stufe 2. Also es lässt sich allerdings leicht hier wieder... Naja, wenn das ausgekühlt ist, müsste das halten. Also, ich bügel das jetzt alles mal hier 15 Sekunden fest und ich werde so ein bisschen hin und her, das Bügeleisen ein bisschen hin und her bewegen und dabei nicht hier drauf kommen. Ja, einfach mal testen. So. Da kommt ein bisschen Kleber raus. Ah, also ist es besser, wenn ihr euch was anderes unterlegt. Ich hole mir eben auch mal schnell was, weil ich will ja auf der anderen Seite auch noch einen Test machen. Also das ist jetzt richtig fest. Und auch wenn ich das hier, also das hält schon wirklich gut. Jetzt möchte ich das noch von der Seite hier ausprobieren. Und da brauche ich nur noch ein Stück Stoff. Nehme einfach mal ein andersfarbiges, dass man das dann auch gut unterscheiden kann. Und ja, mache jetzt wieder 15 Sekunden. Ja, muss wahrscheinlich auch noch abkühlen. Also das lässt sich, ich merke schon, dass es hier etwas dran haftet. Nicht klebt, sondern haftet. Aber ich denke, wenn das auskühlt, geht das auch. Also weitermachen. Ich lege das jetzt einfach mal beiseite und lasse das auskühlen. Ich will nämlich noch mal was anderes testen. Ich habe hier noch zwei Stücke und möchte nun eins auf Stufe 1 bügeln und das andere auf Stufe 3 mal bügeln. So, Stufe 3 und das hier ist die silberne Seite. Also nee, Stufe 3 ist zu heiß.
Einmal hat das hier, ja, das klebt hier schon hinten durch. Also Stufe 3 braucht man gar nicht erst probieren. Das ist zwar jetzt hier richtig fest, aber das sieht nicht schön aus. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, aber man sieht da so quasi die Knicke und Falten von dem Tetrapack sieht man jetzt hier durch. Und es ist auch nicht fester. Also Stufe 3 ist zu viel. Dann probiere ich jetzt noch Stufe 1 aus. So. Ja. Also das hält auf alle Fälle nicht für die Ewigkeit. Also wenn man daraus jetzt sowas macht, man hat ja quasi die Außenseite und die Innenseite jetzt mit Stoff bezogen, dann kann man sich das hier abschneiden und dann einfach zusammennähen, wenn man ein kleines Mäppchen oder so nähen will oder nur eine Gutscheinhülle. Absolut geniale Idee. Ja, funktioniert. Also, ich habe das gestern gebügelt und habe das bis heute liegen lassen, damit das auch schön auskühlt und haftet. Alle drei haften super, also das ist nicht für die Ewigkeit gedacht, aber wenn ich das jetzt hier aufbügel, dann will ich ja hinterher auch was damit nähen. Also, und wenn man es dann zum Beispiel hier noch so ein Mäppchen oder so draus näht und hier an der Seite ja dann noch die Naht ist, dann ist das ja zusätzlich nochmal gesichert. Ich würde es aber in Zukunft nur auf Stufe 2 aufbügeln. Auf keinen Fall auf Stufe 3, weil da ist doch der Kleber schon ja recht schlimm rausgequollert und das hat dann auch etwas gerochen. Also Stufe 2 und 15 Sekunden reicht vollkommen aus. Ihr könnt dabei auch das Bügeleisen bewegen. Ihr müsst das nicht so stillhalten wie wenn ihr Flieseline aufbügelt. Und legt euch auf alle Fälle noch ein altes Tuch oder so auf euer Bügelbrett drauf. Nicht, dass wenn dann Kleber rauspullert, dass ihr euch dann euren Bügelbrettbezug einsaut. Wenn ihr noch ein paar andere Nähinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, natürlich auch beim Stöbern. Und bis zum nächsten Mal!